Abend hier seid in Stuttgart-Wangen. Schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt oder später das Video anschaut zu einer Folge von der Ersehnte, auf die ich mich schon sehr gefreut habe, weil die Geschichte wirklich bewegend ist. Und ich glaube, das Potenzial hat, uns alle noch näher zu Jesus zu ziehen. Eine Geschichte, die aber auch vor allem deswegen oder noch interessanter wird, wenn man sie nicht nur für sich betrachtet, sondern mit dem im Hinterkopf liest, was wir in den letzten Wochen und Monaten studiert haben. Und das werden wir heute sehen, warum. Bevor wir beginnen, möchten wir natürlich Gott einladen, uns zu segnen in unserem Studium. Und ich lade euch ein, wo das möglich ist, dass wir dazu niederknien. Lieber Vater im Himmel, wir möchten uns vor dir demütigen und dich bitten, dass du uns heute durch diese Geschichte, die wir lesen und studieren und darüber nachdenken wollen, zeigst, wie du bist. Denn indem wir Jesus betrachten, sehen wir dich, dein Wesen, deinen Charakter, deine Liebe, deinen Wunsch, Menschen zu retten. Und Herr, gib, dass diese Geschichte uns auch den Spiegel vorhält, damit wir sehen, wie wir sind und wie wir Jesus ähnlicher werden können. Wir möchten dich bitten, dass du unser Lehrer bist und uns in alle Wahrheit führst durch deinen Heiligen Geist, so wie du es verheißen hast. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Schlag mit mir auf Johannes Kapitel 8. Johannes Kapitel 8. Wir lesen mal Vers 1. Johannes Kapitel 8, Vers 1. Jesus aber ging an den Ölberg. Genau, bis dahin, Dankeschön. Ich hoffe, ihr seht schon allein, wenn man Vers 1 liest, Jesus aber ging an den Ölberg, dass diese Kapiteleinteilung ein bisschen willkürlich ist. Denn was hier steht, ist eigentlich die direkte Weiterführung von dem, was wir in Kapitel 7 studiert haben und gelesen haben. Und ich verspreche euch, wenn es gibt viele gute Predigten über Johannes 8, ausgezeichnete Predigten, aber wenn die Kapiteleinteilung woanders wäre, die Predigten würden manchmal noch eine andere Note bekommen. Das werden wir heute ein bisschen studieren und sehen. Deswegen ganz kurz, was haben wir gesehen in Johannes 7? Es war ja das Laubhüttenfest. Jesus war dort angekommen, etwas verspätet und hat er gepredigt, oder? Und was hat die Predigt von Jesus in Jerusalem ausgelöst, nachdem er ja eine ganze Zeit lang nicht in Jerusalem gewesen war, mehrere Feste ausgelassen hatte und jetzt im Herbst 30 im Laubhüttenfest wieder aufgetreten war? Was war passiert in Jerusalem? Was hat das ausgelöst? Mal ganz kurz als Erinnerung. Es hatte eine Spaltung ausgelöst unter dem Volk. Ja, einige waren der Meinung, er könnte der Messias sein. Andere waren der Meinung, es ist unmöglich, weil er aus Galiläa kommt, haben wir alle studiert. Und was war noch eine Folge dessen, dass er wieder aufgetreten ist dort in Jerusalem, nachdem er mehrmals dort nicht gewesen ist bei den Festen? Wer wollte ihn verhaften? Die wollten ihn verhaften, genau, wer? Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Obersten, die Priester, da gab es also die religiöse Elite in Jerusalem, die wollte ihn verhaften. Ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten studiert, dass er ja damals schon im Passa des Jahres 29 schon einmal vor dem Sanhedrin gestanden hatte, wegen der Heilung eines Mannes am Sabbat. Und deswegen wollte man ihn damals schon verurteilen, das ging dann nicht. Und dann hat er mehrere Feste ausgelassen und jetzt, als er zum ersten Mal wieder in Jerusalem ist, anderthalb Jahre später, da will man ihn wieder fassen und zwar mehrmals. Sie suchen Pläne, ihn zu töten, haben wir gesehen. Sie haben dann gesehen, dass sogar diejenigen, die ihn dann fangen sollten, wieder zurückgekommen sind und gesagt haben, nie hat ein Mensch so gesprochen wie er. Und dann haben wir letztes Mal studiert, dass nachdem Jesus diese großen Worte gesprochen hat in Vers 37 bis 39, ich war, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke, dass obwohl all er das gesprochen hat, der Wunsch immer noch da war, bei einigen umzubringen, und als dann wieder darüber diskutiert wurde, stand jemand auf und hat gesagt, wer war das, wer stand auf? Nikodemus stand auf und hat gesagt,
Wir können ihn nicht verurteilen, solange wir nicht gehört haben. Ja? Und dann hat sich das Ganze vertagt. Und der letzte Vers, den wir gelesen hatten, in Vers 53, wer mag den nochmal lesen? Das ist also der Hintergrund, ja? Dieser ständige Versuch, Jesus gefangen zu nehmen, ihn irgendwie zu verurteilen, die Todesgefahr, der Jesus ist. Und wer war, liest mal Vers 53? Und jeder ging heim. Genau. Und so ging jeder in sein Haus. Jetzt war damit das Problem gelöst. Die hatten ja gerade noch wieder debattiert, wie können wir Jesus fangen? Und Nikodemus sagt, ah, das geht gerade nicht, ja, wir müssen eigentlich formal das anders machen. Er hat das verhindert. Die gehen alle in ihr Haus, aber sie gehen natürlich, das Problem ist ungelöst. Ja, sie gehen mit einem harten Herzen, mit Unglaube, mit dem Wunsch, ihn eigentlich doch verhaften zu können. Jeder ging in sein Haus, aber, Johannes 8, Vers 1, Jesus ging an den Ölberg. Könnt ihr das sehen? Also wenn man das nicht, wenn man einfach in Vers 1 liest, da weiß man gar nicht warum. Warum geht Jesus an den Ölberg? Er geht an den Ölberg, alle gehen nach Hause, könnt ihr euch das vorstellen? Nicht wahr? Der Tag ist lang, alle gehen nach Hause, alle überlegen, ja, wie machen wir das? Ja, sind hin und her gerissen, Nikodemus macht sich Gedanken, alle überlegen, wie soll es weitergehen? Aber Jesus geht nicht nach Hause, er hat ja auch keins. Er geht an den Ölberg. Übrigens, wie oft haben wir ich habe es nachgeschaut, wir haben fast 7 Jahre lang der Ersehnte studiert. Wie oft haben wir bisher von dem Ölberg gehört, diesem Seminar? Also ihr auch, könnt ihr beantworten, vielleicht sogar raten, auch wenn ihr noch nie dabei gewesen seid. Wie oft haben wir gehört? Ich sag's euch, noch nie. Der Ölberg kommt an dieser Stelle, wenn man die Evangelien chronologisch studiert, zum ersten Mal vor. Hm? Also ist der Ölberg sonst noch später von Bedeutung? Kennt ihr irgendwie Geschichten, die mit dem Ölberg zu tun haben, mit Jesus? Das ist da, wo er betet. Ja. Das ist da, wo er nachher mehrmals in den letzten Tagen ist, ja, wo einige der wesentlichsten, der großartigsten und der dramatischen Geschichten passieren. Hier, der Garten Gethsemane ist dort am Ölberg, ja, wo er dann übrigens mehrmals sich zurückzieht, weil er weiß, jetzt wird er bald umgebracht werden. Ein halbes Jahr vorher, wo bereits diese Bewegung am Laufen ist, wo die Pläne schon gelegt werden, zieht er sich zurück an den Ölberg. Und es wird ein halbes Jahr später wieder sein Rückzugsort mehrmals sein, in dem größten Kampf, den er dann haben wird. Jesus ging an den Ölberg und betet. Übrigens, kennt ihr noch jemanden, der im Alten Testament aus Jerusalem ging, und zwar auf den Ölberg? Haben wir, glaube ich, schon mal studiert, oder? David. Und warum ging David aus Jerusalem auf den Ölberg? Das können wir kurz nachlesen in 2. Samuel 15, Vers 30. 2. Samuel 15 und dort Vers 30. Warum ging David aus Jerusalem an den Ölberg? Das war bis dahin so quasi die einzige Geschichte, die man kannte aus der Bibel, wo jemand aus der Stadt zum Ölberg geht. Warum geht er dorthin? 2. Samuel 15, Vers 30. Was war passiert? Da heißt es, David aber stieg den Ölberg hinauf und weinte, während er hinaufging. Was war passiert? Sein Sohn Absalom rebellierte gegen ihn, oder? Und er muss die Stadt verlassen, weil sein eigenes Volk, ja sogar sein eigener Sohn, ihn umbringen will. Und wo geht er hin? Zum Ölberg. Von da geht er natürlich dann weiter, ja. Aber dieses Bild, wer war David nochmal? Aber der König. Der König David verlässt Jerusalem und geht zum Ölberg. In Johannes 7 haben wir gesehen, wie Jesus, der eigentliche König Israels, dort im Tempel sagt, komm zu mir. Ich bin der, von dem all diese ganzen Rituale sprechen. Komm zu mir, und sie wollen ihn umbringen. Sie wollen ihn töten. Und alle gehen nach Hause, aber er geht an den Ölberg. Ich könnte mir, die Bibel sagt es nicht, ich glaube, Ellen White sagt es auch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, er hat in der Nacht geweint. Hat geweint, dass sein Volk ihn nicht annehmen möchte. Wir wissen später, ein halbes Jahr später wissen wir, dass er vom Ölberg aus geschaut hat, Jerusalem, und geweint hat. Also, das ist eine sehr interessante Sache, die uns schon die ganze Geschichte von der Ehebrecherin schon mal in ein anderes Licht auch rückt, weil Jesus wusste ja, dass sie ihn umbringen wollen. Er wusste auch, ich habe noch ein halbes Jahr. Und er wusste auch, er wird hier wieder zurückkommen. Nun, jetzt, David ist geflohen vom Ölberg,
dann weiter, aber Jesus ist nicht geflohen. Sondern was macht Jesus jetzt? Johannes 8, Vers 2. Wer mag mal Vers 2 lesen? Genau, er kommt wieder zurück. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, als wir angefangen haben mit Johannes 7, haben wir festgestellt, dass Jesus ja sogar gezögert hatte, überhaupt nach Jerusalem zu gehen, weil er wusste, es ist wirklich gefährlich, es ist kreuzgefährlich, buchstäblich kreuzgefährlich für ihn. Und jetzt heißt es aber, das Fest war vorbei, der letzte Tag war ja gewesen und auch am Tag nach dem Fest kommt er wieder nach Jerusalem. Er hat jetzt keine Verpflichtung mehr, dorthin zu gehen, aber vielleicht hat er einfach gesehen, wie viele Menschen dort gehungert haben nach dem Wort Gottes, wie viele Menschen dann offen waren, er kehrt zurück, obwohl er hätte jetzt nach Hause gehen können. Ja? Seine Verpflichtung war ja nur, beim Laubhüttenfest da zu sein als Jude. Er hätte nach Hause gehen können, er geht zurück zum Tempel. Und zwar wann? Früh am Morgen. Übrigens, das ist eine Eigenschaft Gottes. Habt ihr mal gelesen bei Jeremia, dass Gott immer sagt, ich habe gesandt, früh mich aufmachend und senden. Also, ich weiß nicht, ob ihr Frühaufsteher oder Spätaufsteher seid, ich wechsle immer hin und her, je nachdem, nach Lebenssituation. Aber Gott ist ein Frühaufsteher. Nein, das stimmt nicht, Gott schläft ja nie. Aber dieses Bild, nicht wahr? Früh sich aufmachen, ja, nicht verschwenden Zeit, sondern schnell, rechtzeitig etwas zu sagen. Das ist, wie Gott ist. Und Jesus macht sich früh am Morgen auf. Und obwohl er damit sich wiederum in Lebensgefahr begibt. Nicht vergessen. Also wir lesen, wenn wir nur Johannes 8 lesen, ist uns das gar nicht bewusst. Aber mit Johannes 7 im Hinterkopf wissen wir, mit jedem Schritt, den er Richtung Tempel tut, begibt er sich wieder genau dorthin, wo die Leute schon planen und schon Fänger ausgesandt haben, die ihn schon fangen sollten. Ja? Er geht dort wieder hin. Und es heißt hier, Ellen White sagt übrigens, dass Jesus am Ölberg sich in die Stille zurückgezogen hat, wo er alleine mit Gott sein konnte. Weg von den Mengen, weg von den Rabbis, die ihn verraten wollten. Aber jetzt kehrt er zurück. Das heißt, am frühen Morgen kam er in den Tempel zurück und als die Menschen sich um ihn sammelten, setzte er sich hin und lehrte sie. Warum hat Jesus sich hingesetzt? Das heißt er hier in Vers 2, und er setzte sich und lehrte sie. Ist dir aufgefallen? Genau, nur dass es nicht vergessen, als Jesus in Nazareth im Gottesdienst aufgefordert wird, eine Schriftrolle zu öffnen und zu lesen, dann liest er Jesaja und was heißt es dann? Und er setzte sich und alle Augen waren auf ihn gerichtet. Nicht, weil er sich wieder hingesetzt hat, sondern weil er sich gesetzt hat, um zu predigen. Es heißt bei der Bergpredigt, Jesus ging auf den Berg und er setzte sich. Wenn er hätte gestanden, hätte er mehr Leute sehen können. Er setzt sich. Das heißt sogar, wenn er im Boot war und gelehrt hat, er setzte sich. Will also heißen, Jesus geht zurück, um eine offizielle Predigt zu halten. Eine Vortragsreihe. Also ist nicht einfach nur, dass er im Tempel so ein bisschen mit Leuten so, wer hat Interesse mit mir zu reden, sondern er setzt sich hin und sagt, ich predige jetzt. Und er lehrt und predigt. Das muss man sich vor Augen halten. Übrigens, warum geht er zum Tempel? Er weiß, es ist Gottes Wille. Und selbst wenn es gefährlich ist, selbst wenn er in Gefahr geraten konnte, wenn es Gottes Wille ist, dann geht er. Er hat jeden Morgen gehört, was Gott ihm gesagt hat. Er hat jeden Morgen, er sagt an einer Stelle, es ist meine Speise, den Willen Gottes zu tun, ihn zu vollenden, also zu vollenden, was Gott mir gezeigt hat. In Johannes 4, können wir das kurz nachlesen, Johannes 4, Vers 34, da sagt er, Johannes 4, Vers 34. Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Er hat davon gelebt, dass er Gottes Willen tut. Und die Frage ist für uns, leben wir daraus? Leben wir davon, Gottes Willen zu tun? Ja. So, er predigt. Er sitzt dort und predigt und eine große Menge, die jetzt die letzten Tage ihn immer schon gerne gehört hat, steht da, sitzt da, hört ihn zu. Und mitten in der Predigt passiert jetzt das. Vers 3. Wer mag mal Vers 3 lesen? Da brachen die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die bei ihm ergriffen worden war. Stellten sie in die Mitte. Genau, das sind dieselben Pharisäer, die einen Tag vorher überlegt haben, hey, sollen wir ihn umbringen? Und Nikodemus hat gesagt, wir können noch nicht. Ja, das ist ein formaler Fehler.
Ich glaube, das ist uns nie bewusst. Ja? Man weiß, ja, die wollen ihm eine Falle stellen, man weiß, die wollen ihm irgendwas. Aber es sind die gleichen Leute, die ihn umbringen wollen. Die kommen jetzt und bringen diese Frau, die sie auf frischer Tat ertappt haben. Und wo stellen sie die hin? In die Mitte, es wird betont. Ja, sie stellen sich nicht hinten an und sagen, hey, wir hätten ein Anliegen, ja, komm mal bitte zu uns. Sie müssen sich durch die Menge gepresst haben. Ich meine, ja, wenn die Pharisäer kommen, markiert ihr einen Schritt zurück, nicht wahr? Wir sind ja ehrwürdig. Und sie stellen die Sünderin in die Mitte. Pharisäer stellen die Sünde in die Mitte, ins Zentrum. Und dass Menschen gesündigt haben. Wenn unser größtes Anliegen ist, zu zeigen, wie andere falsch liegen und dass sie gesündigt haben, dann sind wir vielleicht auch Pharisäer. Das war eine echte Unterbrechung, oder? Stell dir vor, also ich meine, was für ein Spektakel, ja? Und ich meine, die Frau, es steht nicht da, dass man der Frau erst die Gelegenheit gegeben hat, sich erst noch zu waschen und noch schön anzuziehen oder so. Man hat sie bei der Tat erwischt und beim Ehebruch ist man meistens nicht voll mehrfach mit mehreren Schichten Kleidung bedeckt, oder? Man hat sie also wahrscheinlich nur allernotdürftigst bekleidet dort hingebracht und in die Mitte gestellt. Also an sich schon, also die totale Unterbrechung der Predigt. Und jetzt kommt's. Also Ellen White sagt übrigens, sie zerrten hinter sich her eine also von Schrecken, also Terror stricken, das ist so völlig aufgelöst, ja, verschreckte Frau. Mit harten Stimmen haben sie angeschuldigt, das siebte Gebot gebrochen zu haben. Jetzt, schau mal Vers 4, was sagen sie zu Jesus? Und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen. Genau. Das interessante Wort ist welches Wort hier? Frisch, ja, okay. Meister. Wisst ihr, was Meister auf Griechisch heißt hier? Didaskalos. Und hat jemand eine Idee, was wohl hinter Didaskalos? Didaktik, genau. Und wer verwendet Didaktik? Wer verwendet Didaktik? Der Lehrer. Wörtlich steht hier eigentlich, also Meister ist okay, das ist nicht die beste Übersetzung. Wörtlich steht hier Lehrer. Und warum nennen sie ihn Lehrer? Weil er gerade sitzt und lehrt. Weil er gerade predigt und lehrt. Also so, als wenn jemand kommt und sagt, Prediger, Lehrer, schau mal hier. Und was ist der nächste Punkt, den Sie dann sagen? In Vers 5. Worauf verweisen Sie jetzt in Vers 5? Lesen wir gleich mal Vers 5. Genau, denn was soll ja der Prediger predigen? Das Wort Gottes, ja, er lehrt gerade und ihr Punkt ist sozusagen, du bist Lehrer, dann sind wir mal interessant, wie du diesen Fall auslegst, denn in der Bibel steht doch das und schau mal, sie hat das gemacht und jetzt bist du am Zuge, Lehrer. Hört ihr die Ironie daraus? Ellen White sagt, mit einer heuchlerischen Show von Respekt, Lehrer, ja, jetzt sag mal, was du dazu sagst. Was haben wir vergessen? Achso, genau. Da kommen wir jetzt nicht zu. Auf welches Gesetz beziehen Sie sich dann? Auf Mose, genau. Schauen wir uns das mal genauer an. In 3. Mose 20 und dort Vers 10. 3. Mose 20 und dort Vers 10. 3. Mose 20 und dort Vers 10. Da steht, 3. Mose 20, Vers 10, wenn ein Mann mit einer Frau Ehebruch treibt, wenn er Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide, der Ehebrecher und die Ehebrecherin, unbedingt getötet werden. Also, was sagt das Gesetz eigentlich? Mann und Frau. Interessant. Ja, das haben sie schon mal nicht gehalten. Jetzt schauen wir 5. Mose 22, da haben wir nochmal ein Beispiel. 5. Mose 22 und dort Vers 21 bis 24. 5. Mose 22, Vers 21 bis 24. So soll man die junge Frau vor die Tür ihres väterlichen Hauses führen und die Leute ihrer Stadt sollen, es geht jetzt darum, wenn eine Frau nicht Jungfrau war bei der Hochzeit, ja?
Und die Leute ihrer Stadt sollen sie zu Tode steinigen, weil sie eine Schandtat in Israel begangen hatte, indem sie Unzucht trieb im Haus ihres Vaters. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten. Wenn jemand ertappt wird, dass er bei einer verheirateten Frau liegt, sollen beide zusammensterben. Der Mann, der bei der Frau gelegen hat, und die Frau. So sollst du das Böse aus Israel ausrotten. Wenn ein Mädchen eine Jungfrau mit einem Mann verlobt ist und ein anderer Mann liegt, trifft sie in der Stadt an und liegt bei ihr, so sollt ihr sie beide zum Tor jener Stadt hinausführen und sie beide steinigen, dass sie sterben. Das Mädchen deshalb, weil sie in der Stadt nicht geschrien hat, den Mann deshalb, weil er die Frau seines Nächsten geschwächt hat, so sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten. Also sehr deutlich, beide sollen bestraft werden und sie sollen gesteinigt werden. Ja, also es gibt noch andere Texte in Hesekiel, wo dann prophetisch auch auf solche Gesetze Bezug genommen wird, aber das ist eindeutig das, was das Alte Testament gesagt hat. Was hatten die eigentlich vor, diese Pharisäer? Warum, es heißt ja, wir haben ja gelesen in Johannes 5, dass sie das gesagt haben, Johannes 8, Entschuldigung. Das kommt jetzt in Vers 6, nicht wahr? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen. Lesen wir den Vers noch direkt, Johannes 8, Vers 6. Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen können. Genau, bis dann. Was haben die eigentlich, also was war ihr Plan? Denn dass sie einen Plan hatten, ist offensichtlich, denn wir wissen aus Johannes 7, dass sie schon Pläne mehrmals gelegt hatten. Sie hatten schon Leute gesandt, ihn festzunehmen. Sie hatten dann, ich war debattiert mit Nikodemus hin und her. Sie hatten einen Plan. Was war ihr Plan? Also was war ihre Strategie? Was haben sie gehofft? Ja, also Jesus hatte zwei Optionen, oder? Was waren die beiden Optionen? Also entweder hätte er sagen können, nein, das gilt nicht. Was hätten sie dann gesagt? Wie willst du Lehrer sein, wenn du nicht das Gesetz Mose predigst? Also da haben sie gesagt, okay, damit können wir ihn disqualifizieren als Lehrer des Gesetzes, dann wird ihm niemand mehr zuhören. Was ist, wenn er gesagt hätte, okay, steinigt sie? Okay, das stimmt, ja. Was wäre noch ein Problem, oder was könnte noch ein Problem darstellen, wenn Jesus sagt, okay, wir steinigen sie jetzt? Man durfte damals nicht einfach jemanden zu Tode verurteilen, es sei denn, wer durfte das tun? Die Römer. Wenn er also jetzt einen Todesbefehl gibt, aufgrund des Gesetzes, kommt er in Konflikt mit den Römern und man kann ihn bei den Römern anklagen. Genau sagt Ellen White, dass sie geplant haben. Sollte, sie hatten diese Gelegenheit genutzt, um seine Verdammung sicherzustellen. Denn sie dachten, egal welche Entscheidung er trifft, sie können damit eine Gelegenheit finden, ihn anzuklagen. Sollte er die Frau freisprechen, könnten sie ihn anklagen, dass er das Gesetz Mose verachtet. Sollte er sagen, dass sie des Todes würdig ist, dann hätten sie ihn bei den Römern angeklagt als jemand, der ihre Autorität, also die Autorität der Römer, für sich selbst in Anspruch nimmt. Das ist Bosheit. Und sie haben sich gefreut, weil sie gedacht haben, egal was er jetzt sagt, wir haben ihn. Sie haben also gedacht, Johannes 8 ist eigentlich sozusagen das Nachspiel von Johannes 7. Sie haben ihn mehrfach versucht, irgendwie gefangen zu nehmen. Es hat irgendwie immer nicht geklappt. Jetzt haben wir ihn, weil damit kriegen wir und damit haben wir einen Grund, wie wir ihn also es geht eigentlich, geht es gar nicht um die Ehebrecherin, es geht darum, Jesus zu fangen. Und das ist der Punkt. Und dann, ich mag das, was Ellen White darüber schreibt. Sie sagt, Jesus schaute für einen Moment auf die Szene, das zitternde Opfer voller Schande und Scham, die harten Gesichter dieser Würdenträger, wo nicht einmal mehr menschliches Mitleid zu finden war. Also geschweige denn von geistlichem Mitleid, nicht mal menschliches Mitleid. Sein Geist der fleckenlosen Reinheit schreckte vor diesem Anblick zurück. Er konnte es gar nicht anschauen. So hat ihm das, also so fremd war ihm diese ganze Sache. Er wusste sehr genau, warum sie diesen Fall vor ihn gebracht hatten. Er las ihr Herz, er kannte ihren Charakter und ihre Lebensgeschichte von jedem. Wird ja gleich auch deutlich, nicht wahr? Dann sagt sie sogar einen interessanten Satz. Sie sagt, diese möchte gern Gesetzeshüter hatten ihr Opfer selbst zur Sünde geführt, dass sie damit eine Schlinge für Jesus
liegen konnten. Also sie deutet an, dass diese Pharisäer möglicherweise sogar das Ganze gefördert haben, um die dann sozusagen, also sie als Lockvogel zu benutzen, sie zur Sünde zu verführen, um sie dann dem Tod preiszugeben, um damit Jesus zu fangen. Also ziemlich krass, wie sie auch diese Frau sozusagen auch emotional missbraucht haben. Jetzt haben wir gelesen, sie wollten ihn versuchen. Jetzt schauen wir weiter in Vers 6, wie es weitergeht. Was macht Jesus? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Genau. Jetzt, ich glaube, diesen Satz kann man überhaupt erst richtig ganz verstehen, wenn man Johannes 7 gelesen hat. Jetzt werden wir sehen, warum. Warum schreibt Jesus in den Sand? Ich meine, das hat er sonst auch nicht gemacht, oder? Er bückt sich nieder und schreibt in den Sand. Jemand von euch eine Idee, warum er das tut? Gibt es eine Stelle im Alten Testament, ihr wisst ja, wenn Jesus was tut, ist das Alte Testament nicht weit. Gibt es eine Stelle im Alten Testament, wo etwas davon steht, dass jemand in den Sand geschrieben wird? Kein Problem, wenn ihr es nicht wisst, ihr seid ja keine Pharisäer, kennt die Bibel nicht so gut. Aber die Pharisäer kannten ihre Bibel in- und auswendig, oder? Die wussten ganz genau, dass er auf diese Stelle anspielt, und zwar in Jeremia 17. Schaut mal, Jeremia 17, Vers 13. Und jetzt wird es wirklich, wirklich, wirklich interessant. Jeremia 17, Vers 13. Dort steht: Herr, du Hoffnung Israels. Jetzt hört genau zu. Also, wer ist der Herr? Das ist Gott, oder? Jeremia 17, Vers 13. Seid ihr da? Das müsst ihr mit eigenen Augen lesen. Herr, du Hoffnung Israels. Alle, die dich verlassen, müssen was? Zu Schanden werden. Ja, die, welche von mir weichen, werden auf die Erde geschrieben werden, denn sie haben den Herrn verlassen. Jetzt könnt, warte, die Quelle. Ja, genau, jetzt hast du es, ne? Lebendigen Wassers. Ja, Moment mal, jetzt, also, dort steht, wenn, also da haben wir den Herrn, das ist Gott, oder? Und diejenigen, die ihn verlassen, die ihn nicht mehr haben wollen, die ihm den Rücken zukehren, was wird mit denen geschehen? Die werden geschrieben, werden wo? In Sand geschrieben. So, jetzt kommen die Pharisäer und die denken, dass sie mit Gott sind, oder? Sie denken, dass sie Gottes Wort und Gottes Gesetz verteidigen, nicht wahr? Und als sie diese Sache vorbringen, sagt Jesus gar nichts. Er bückt sich nieder und schreibt in den Sand. Und die Pharisäer, nicht wir, weil wir kennen uns in der Bibel oft nicht aus, nicht wahr? Aber die Pharisäer haben sofort gewusst, der meint, dass wir Gott verlassen haben. Jetzt, und wie wird der Herr beschrieben hier in Jeremia 17, Vers 13? Er wird beschrieben als die Quelle des, hast du richtig gesagt, des lebendigen Wassers. Okay, wo haben wir vor kurzem etwas darüber gelesen, dass jemand gesagt hat, dass er die Quelle des lebendigen Wassers ist? In Johannes 7, denn wer hat gesagt, in Johannes 7, können wir zurückgehen, in Johannes 7 und dort ab Vers 37, wer hat das gesagt? Jesus, oder? Jesus hat gesagt, aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach: Wenn jemand dürste, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Er sagt: Ich bin die Quelle des lebendigen Wassers. Ich bin der Herr. Und was haben die Juden stattdessen gemacht? Also die Pharisäer, die Schriftgelehrten, sind sie zu ihm gekommen? Sie haben geplant, wie sie ihn umbringen können. Sie haben ihn verlassen. Sie gehen nach Hause, Jesus geht auf den Ölberg. Am nächsten Tag sitzt Jesus im Tempel und er lehrt, und jetzt kommen sie und Jesus kommentiert momentan noch gar nicht so sehr den Fall der Frau. Er sagt mit dem, was er tut: Ihr habt mich in Johannes 7 verlassen. Könnt ihr das sehen? Er gibt ihnen eine Chance durch diese Zeichenhandlung. Wisst ihr, ihr habt gehört, was ich gesagt habe. Ihr habt gehört, dass ich gestern gesagt habe, dass ich die Quelle des lebendigen Wassers bin. Wenn ihr mich verlasst, wenn ihr mich umbringen wollt, verlasst ihr den Herrn, kehrt um. Könnt ihr das sehen? Dass er in den Sand schreibt.
ist eigentlich ein direkter Hinweis auf Johannes 7 und auf Jeremia 17, Vers 13. Und das soll ihn deutlich machen, ihr seid dabei, Gott zu verwerfen. Aber sie haben es nicht sehen wollen. Stattdessen, was lesen wir in Vers 7? Schaut mal, was da in Vers 7 steht. Okay, als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, haben sie verstanden, was er gemacht hat? Als er das schreibt, ist ihm bewusst geworden, okay, wir machen einen Fehler. Hat das Gewissen sie überführt? Erstmal noch nicht. Sie machen mal weiter. Sie fragen, also was ist jetzt? Ja? Sie nehmen sich nicht mal Zeit, richtig darüber nachzudenken, warum schreibt er da in den Sand? Sie hätten es verstehen können, sie hätten sofort verstehen können, sie hätten sofort gewusst, was er meint, aber sie sind so darauf fixiert, diese Frau zu vernichten und vielmehr noch Jesus zu vernichten, denn die Vernichtung der Frau ist ja nur ein Mittel, um Jesus zu vernichten. Wollt ihr das sehen? So wie Satan uns kaputt macht, um damit Jesus zu schaden, so haben sie diese Frau kaputt gemacht, um damit Jesus zu schaden. Und sie waren so damit verblendet, dass sie nicht mal gesehen haben, wie Jesus versucht, ihnen eine Brücke zu bauen und sagt, schaut mal, was ihr macht. Also, Ellenwert sagt übrigens, Jesus hat erstmal so getan, als ob er gar nicht gehört hat, was sie gesagt haben. Einfach nur geschrieben. Das heißt, das ist ganz wichtig. Also wir wissen gleich, was er schreibt. Das kommt gleich, ja, mit den Sünden und so weiter. Aber was er dort schreibt, ist eigentlich nicht mal ein Kommentar zu dem, was sie gerade sagen, sondern ein Kommentar zu dem, wie wir gesagt haben, was davor gewesen ist. Er will ihnen quasi deutlich machen, ihr seid momentan gar nicht in der Position, hier Sünder vorzubringen. Ja? So, und sie sagt, ohne ein Zeichen zu geben, dass er ihre Frage gehört hätte, beugt er sich nieder und hat seine Augen auf den Boden gerichtet. Er hat sich gar nicht angeschaut, hat den Boden und hat angefangen zu schreiben. So. Jetzt machen sie mal weiter. Ja, sie fragen und fragen und fragen. Jetzt steht Jesus auf, nicht wahr? Er richtete sich auf und sprach zu ihnen. Jetzt müsst ihr erstmal das anschauen. Schaut mal in 5. Mose 17. In 5. Mose 17. Und dort Vers 5. Mose 17, Vers 6. Dort steht, wer des Todes schuldig ist, soll auf die Aussage von zwei der drei Zeugen hin getötet werden. Aber auf die Aussage eines einzigen Zeugen hin soll er nicht getötet werden. War die Frau des Todes schuldig, ja oder nein? Ja oder nein? Ja. Gab es mehr als einen Zeugen? Okay, es gab mindestens zwei oder drei Zeugen. Nächster Vers. Die Hand der Zeugen soll sich als was? Als Erste gegen ihn erheben, um ihn zu töten. Danach die Hand des ganzen Volkes. So sollst du das Böse aus seiner Mitte ausrotten. Also wer muss sie töten? Nicht Jesus, sondern die Zeugen. Und das ist genau, was er jetzt sagt. Er sagt, okay, wenn ihr das gesehen habt, dann müsst ihr sie töten. Wer von euch ohne Sünde ist, kann jetzt anfangen. Hat Jesus das Gesetz bestätigt? Er hat gesagt, es gilt. Aber es muss ausgeführt werden von Leuten, die das Gesetz auch halten. Denn wenn Sünder das Gesetz missbrauchen, um ihre Sünde noch weiter zu rechtfertigen, dann ist das nicht, was Gott wollte. Jesus hebt das nicht auf. Er sagt nur, ein Todesurteil muss jemand vollstrecken, der selbst ohne Sünde ist. So wie Gott auch mal ein Todesurteil vollstrecken wird und selbst ohne Sünde ist. Nicht, dass wir so sündlos, nicht so vollkommen rein sind wie Gott, das ist nicht der Punkt. Aber der Punkt ist, es muss uns leid tun, einen Menschen umzubringen. Was sagt Gott, wenn er einen Menschen umbringen muss? Wie geht es ihm dabei? Er hat keinen Gefallen am Tod der Gottlosen. Die Bibel sagt, das ist ein seltsames Werk für ihn. Er mag das nicht. Mussten im Alten Testament Menschen umgebracht werden? Achan wurde getötet, gesteinigt. Der Mann, der am Sabbat Holz gesammelt hat, die wurden gesteinigt. Aber Gottes Wunsch war nicht, dass, wir haben ihn gefunden, wir haben den Achan, und jetzt, wer ihn zuerst trifft, ja, so nicht. Sondern eigentlich mit Tränen in den Augen, dass man eigentlich gar nicht so richtig, Mensch, hättest du doch nur gesagt, nicht wahr? Wir wollen das eigentlich gar nicht. Das ist für uns nur so schwer, weil für uns Menschen ist es so schwer, heutzutage zu verstehen, weil für uns Mord immer mit schlechten Gedanken verbunden ist.
Also einen Menschen töten ist immer, also wir können es gar nicht vorstellen, wie jemand heilig ist und gleichzeitig ein Mensch das Leben nimmt. Das ist uns vielleicht auch ganz gut, dass wir uns das nicht vorstellen können, aber das ist eigentlich das, was Jesus sagt. Schaut mit mir in Psalm 50. Hier erfüllt sich auch dieser Vers aus Psalm 50. Psalm 50 und dort Vers 16 bis 20. Psalm 50, Vers 16 bis 20. Dort heißt es: Zu dem Gottlosen aber spricht Gott: Was zählst du meine Satzungen auf und nimmst meinen Bund in deinen Mund? Da du doch Zucht hast und meine Worte verwirfst. Siehst du einen Dieb, so freundest du dich mit ihm an, und mit Ehebrechern hast du Gemeinschaft. Deinen Mund lässt du Böses reden und deine Zunge knüpft Betrug. Du sitzt da und redest gegen deinen Bruder, den Sohn deiner Mutter verleumdest du. Diese Pharisäer haben den Tod von Jesus geplant und nehmen jetzt das Gesetz Mose in den Mund. Gott hat Gott ist nicht beeindruckt, wenn wir die Bibel zitieren, um andere zu verurteilen, und wir sündigen selbst. Ich möchte nicht immer wieder von der jetzigen Zeit reden, aber ich glaube wirklich, ich kann es einfach nicht. Wenn wir mit der Bibel in der Hand sagen, die Regierung macht Fehler und die ist böse und schlecht und dies und jenes und wir wollen nicht unsere eigenen Sünden bekennen, wie denkt denn Gott über uns? Sind wir nicht auch wie Pharisäer dann? Ja. Matthäus 7 ab Vers 1. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr gerichtet werdet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird euch auch zugemessen. Jetzt schaut mal, Vers 3. Was siehst du bei den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Also was ist die Lösung? Ich bleibe blind, der andere auch blind? Nein, was sollen wir machen? Wie kannst du deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und dir, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Mit anderen Worten, lieber Pharisäer, gib erst deine Pläne auf, Jesus umzubringen. Bekehre dich und dann kannst du der Frau helfen, ihr Problem mit dem Ehebruch zu lösen. Dieser Text wird immer missverstanden im Sinne von, okay, ich bin Sünder, du bist Sünder, also lassen wir uns leben. Ja, leben und leben lassen. Ja? Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, ich selbst muss mich bekehren und mit Jesus leben, weil dann habe ich auch das Taktgefühl, die Liebe und auch die biblische Grundlage, einem anderen Sünder zu helfen, entweder das ewige Leben anzunehmen oder vielleicht auch dann aus der Gemeinde ausgeschlossen zu werden oder wie auch immer. Nun, zurück zu Johannes 8. Jesus sagt das, und wisst ihr, was Ellen White sagt? Und ich glaube, das sofort. Als Jesus gesagt hat, wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Wisst ihr, was die Frau gedacht hat? Also versetzt euch mal in die Lage der Frau. Von wem ist sie angeklagt worden? Von den Pharisäern. Welches Ansehen hatten die Pharisäer im Volk? Das waren die Heiligen schlechthin. Das waren die so heilig waren. Ja, die haben ja vor sich her posaunen lassen, wie heilig sie sind. Die Frau hat gedacht, das war ihr Todesurteil. Denn sie hat gedacht, unter diesen heiligen Leuten sind bestimmt ein paar, die ohne Sünde sind. Die hat wahrscheinlich gedacht, das war's. Und war erstaunt, dass erstmal keine Steine flogen. Das lag auch an dem Schreiben im Sand. Was hat Jesus dort geschrieben? Ihre Namen. Schaut mal mit mir in Johannes 8 und dort Vers 8. Dort heißt, und wir lesen Vers 8 und Vers 9. Genau. Warum werden sie von ihrem Gewissen überführt, als Jesus schreibt und schreibt? Also irgendwann müssen sie gemerkt haben, okay, er interessiert sich gar nicht für unsere Frage, sondern er schreibt und schreibt und schreibt. Was ist wahrscheinlich die Reaktion gewesen, was sie gemacht haben? Wenn jemand sieht, er schreibt und schreibt, was macht man? Man geht näher hin und guckt, was schreibt er da? Und sie sehen wirklich ihre Namen. Was sehen sie noch? Wenn sie von ihrem Gewissen überführt werden. Was schreibt er dort? Was sie getan haben. Was sie geplant haben. Was sie denken. Was sie fühlen. Wie sie wirklich sind, so wie sie niemand kennt. Ellen White sagt übrigens so, in dem Moment, wo sie dann das gesehen haben, so erkennt, er weiß, wer wir sind, er weiß, was in uns.
haben sie ihr Gesicht, hat sie so aus dem Gesicht gefallen sozusagen, dass die Volksmenge gesagt, oh, die sind erschrocken. Was steht denn da? Was steht denn da? Oh. Das ist, Jesus, manchmal denke ich, Jesus hat gedacht, okay, ihr wollt also, dass die Sünden offenbar werden? Ihr möchtet also, dass die Sünden diese Frau offenbar werden? Wenn ihr den Wunsch habt, dass Sünden offenbar werden, bitteschön. Ich zeige euch, wie ihr seid. Und sie wurden von ihrem Gewissen überführt. Übrigens, die Bibel spricht öfter von dem Gewissen, oder? Könnt ihr euch an die Brüder von Josef erinnern? Die, als sie dann in Ägypten sind, sagen, jetzt, ja. Weil wir damals Josef verkauft haben, sie dachten, er ist ja tot, nicht? Ja, deswegen passiert uns das jetzt. Ja, da klagt ihr Gewissen sie an. Oder Herodes, ja, als der Johannes den Täufer umgebracht hat, als dann Jesus die Wunder tut, dann schlägt ihm sein Gewissen. Ja, und er denkt, dann erinnert er sich daran und sagt, das ist vielleicht Johannes auferstanden. Die Witwe von Zapat, als Elia kommt, ja, die sagt, du bist gekommen, um meine Sünden zu gedenken. Das Gewissen ist eine sehr machtvolle Sache. Wir schauen mal ganz kurz Prediger 7 an, Prediger 7, Vers 22. Wir dürfen die Stimme des Gewissens nicht überhören. Prediger 7, Vers 22. Prediger 7 und dort Vers 22, die Bibel sagt, denn wie oft, das weiß dein Herz, hast auch du anderen geflucht. Ja, also wir allein wissen, unser Herz weiß, wie oft wir selbst schlecht gehandelt haben, schlecht geredet haben. Wir sind immer schneller dabei, das bei anderen zu sehen, aber wenn unser Gewissen schlägt und in der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart Jesu, schlägt das Gewissen besonders gut an. Ja, Ellen White sagt, diese Reinheit von Jesus hat das so offenbart, wie sie selbst waren. Ja, das hat sie aufgewühlt. Aber gibt es jemanden, der größer ist als unser Gewissen? Die Bibel sagt in 1. Johannes 3, Vers 20, Gott benutzt unser Gewissen, um uns zu ihm zu bringen. Aber wenn wir zu ihm kommen, dürfen wir wissen, dass unser Gewissen uns jetzt nicht terrorisieren muss, sondern Gott vergibt uns, nicht wahr? 1. Johannes 3 und dort Vers 20. Dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Jetzt, was machen die Pharisäer, als sie von ihrem Gewissen überführt sind, als sie merken, oh, wir stehen vor jemandem, der uns wirklich kennt. Was machen sie? Sie gehen von Jesus weg. Und das war das Dümmste, was sie machen konnten. An diesem Tag standen zwei Gruppen von Sündern vor Jesus. Eine Frau, die beim offenen Ehebruch ertappt worden ist, und die Pharisäer, die scheinheilig so taten, als wären sie die Führer des Gesetzes. In Wirklichkeit waren sie die planten den Mord von Jesus. Zwei Sünder, zwei Gruppen von Sündern. Aber die einen gehen und die andere bleibt. Die einen sind sogar zu Jesus gekommen, ich war aber nur um die andere hinzubringen. Ja? Die Frau ist ja nicht mal zu Jesus gekommen, sie ist nur hingezerrt worden, aber sie bleibt bei Jesus. Und von allen ihnen sind die Sünden offenbart worden, das war sehr peinlich. Aber die eine ist bei Jesus geblieben, die anderen sind gegangen. Wenn unser Gewissen schlägt und wir merken, wie schlimm wir eigentlich sind, bitte nicht von Jesus weggehen. Bei Jesus bleiben, denn Jesus hat die Worte, die wir hören müssen. Johannes 8 und dort Vers 10. Johannes 8 und dort Vers 10. Wir sind gleich am Ende angelangt. Johannes 8 und dort Vers 10. Da richtete sich Jesus auf. Da, ja, als sie kam, hat er sich hingekniet, nicht wahr? Hat sie gar nicht richtig beachtet. Ist er einmal aufgestanden und gesagt, okay, wer unter euch ohne Sünde ist, werft den ersten Stein, und hat sie wieder nicht beachtet, ja? Und dann sind die alle weg. Der hat also fast die ganze Zeit sie fast gar nicht wirklich beachtet. Ja, diese eine Handlung und dieser eine Satz haben alles gelöst. Hat übrigens Jesus das Gesetz Gottes hochgehalten? Ja. Hat er gleichzeitig es vermieden, mit den Römern in Konflikt zu kommen? Das ist die Weisheit Jesu, die göttliche Weisheit. Da richtete sich Jesus auf und da er niemand sah als die Frau, sprach er zu ihr, Frau, wo sind jene, deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Hier erfüllt sich, lass mal in den Finger ganz kurz hier drinnen, in Jesaja 41, hier erfüllt sich Jesaja 41 auf den Buchstaben. Jesaja 41, Vers 11 und 12. Jesaja 41, Vers 11 und 12. Die Bibel sagt, siehe, beschämt und zu Schanden werden alle, die gegen dich erzürnt sind. Es werden zunichte und kommen um, die Männer, die gegen dich kämpfen. Du wirst sie suchen, aber nicht finden. Und Leute, die mit dir streiten, wie nichts und gar nichts werden die Männer, die gegen dich Krieg führen. Sie sind buchstäblich erfüllt, ja? Sie waren plötzlich nicht mehr da. Wie vom Winde
verweht. Und jetzt kommt der Satz, Vers 11. Sie sprach, niemand, Herr. Niemand. Jesus sprach zu ihr, übrigens, gab es an diesem Tag jemanden, der sündlos war und Zeuge war, der alles von ihr wusste? Jesus hätte den Stein werfen können. Nach dem Gesetz Gottes war er dazu berechtigt. Jetzt kommt's. Er war sogar dazu verpflichtet. Warum wirft Jesus keinen Stein? Er hebt das Gesetz Gottes hoch, oder? Sie ist des Todes schuldig. Er darf sie jetzt umbringen. Und er müsste sie umbringen. Warum wirft er keinen Stein? Weil er in einem halben Jahr für sie sterben wird. Mit anderen Worten, er sagt, ich werde diesen Stein, also jetzt mit meinen Worten, auf mich selbst werfen. Ich werde deinen Platz einnehmen. Du kannst gehen. Das ist hier, kommt jetzt nicht so direkt raus, aber das ist genau der Grund, warum er das sagen kann. Als er sagt, so verurteile ich dich auch nicht, geh hin und sündige nicht mehr, sagt er ja, ich werde für dich sterben. Und zwar ein halbes Jahr, nicht wahr? Ölberg. Das kommt, er weiß es. Sie planen ja schon seinen Tod. Ich werde für dich sterben. Geh und sündige nicht mehr. Er vergibt ihr und sagt, sie soll nicht mehr sündigen. Übrigens, hatte das Jesus schon mal gesagt, sündige hinfort nicht mehr? Schaut mal in Johannes 5. Das war ja genau 1,5 Jahre zuvor. Damals, als er den Kranken geheilt hatte am Teich Bethesda, wo sie ihn auch schon umbringen wollten. Ja? Das war genau sozusagen spiegelbildlich auf der anderen Seite dieses langen Zeitabschnittes. In Johannes 5 und dort Vers 14. Danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Also wir haben jetzt, ganz kurz, wir haben das Passa 29. Da wird ein Mann geheilt, das ist eine Heilung. Wie lange war der Mann krank? Der war 38 Jahre lang krank. Und Jesus heilt ihn, und zwar er heilt ihn am Sabbat. Ja, das war das Problem, in Anführungsstrichen. Und er sagt zu ihm, sündige hinfort nicht mehr. Und was passiert dann? Sie wollen ihn umbringen. Ja? Rat, ihn umzubringen. Ja? Tot. Dann ist er für 1,5 Jahre nicht in Jerusalem. Er kommt wieder nach Jerusalem und sie führen wieder Rat, ihn umzubringen. Und das ist jetzt also Herbst 30. Und er heilt diesmal niemanden, sondern er, es ist keine Heilung, sondern er vergibt jemandem. Er vergibt jemandem. Hier hat er jemanden geheilt, der nach der Meinung der Pharisäer nicht geheilt werden darf. Oder nicht an dem Tag zumindest. Hier vergibt er jemandem, der nach der Meinung der Pharisäer dem nicht vergeben werden darf. Ja, sie muss doch des Todes sterben. Und er sagt beide Male, sündige hinfort nicht mehr. Könnt ihr es sehen? Ganz interessante Parallele. Sündige hinfort nicht mehr. Damit macht er deutlich, dass die Heilung des Mannes und die Vergebung dieser Frau zwei krasse Fälle, aber beide miteinander zusammenhängen. Denn so wie er heilt, so vergibt er. Und zwar, wie hat er den Mann geheilt? Hat er ihm nur die Krankheit genommen? Der hat 38 Jahre lang nicht gelaufen. Wie viel Muskel hat er denn noch in seinen Beinen? Keine. Und was sagt er? Steh auf, nimm dein Bett und geh, wandle umher. Übrigens, wisst ihr, was er ihr sagt? Geh und sündige nicht mehr, wandle umher. Steh auf, ich habe dir nicht nur deine Sünde vergeben, ich habe dir die Kraft gegeben, dass du es nie wieder machen musst. Das ist Vergebung. Das ist die Vergebung. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen und lassen. Glaubt ihr, die Frau ist danach wieder zurückgegangen zu dem Mann und hat weitergemacht? Nein. Ellen White sagt, diese Frau stand vor Jesus und hat, also mit Furcht hat sich so gekauert vor ihm. Ja? Und sie hat nicht einmal sich gewagt, Jesus anzuschauen, aber hat still auf ihr Schicksal gewartet.
Sie hat dann erstaunt festgestellt, wie immer mehr von ihren Anklägern sie verlassen haben. Und dann fielen diese Worte der Hoffnung auf ihr Ohr. Auch ich verurteile dich nicht, geh und sündige nicht mehr. Ihr Herz war geschmolzen und sie warf sich selbst vor den Füßen Jesu nieder und hat sobbing out, das ist so, also wenn man so weint und weint und weint und weint und weint und weint, also Gesicht überströmt mit Tränen, sobbing out, sagt sie. Sie hat geweint, ihre ganze dankbare Liebe ausgeweint und hat mit bitteren Tränen ihre Sünden bekannt. Interessant. Jesus hat zuerst gesagt, ich verurteile dich nicht. Dann hat sie bekannt. Er hat gesagt, ich verurteile dich nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Und das hat ihr Herz geschmolzen und jetzt hat sie ihre Sünden bekannt. Jesus hat nicht gewartet, okay, bekenne deine Sünden, dann könnte ich mir überlegen, für dich zu sterben. Er geht in Vorlesung, er sagt, ich werde nicht verurteilen, ich werde für dich sterben, ob du es jetzt annimmst oder nicht. Und daraufhin hat sie es angenommen. Und daraufhin hat sie sich bekehrt. Also nach dem Satz, nicht vor dem Satz, nach dem Satz hat sie sich bekehrt. Und dann heißt es hier, das war für sie der Beginn eines neuen Lebens. Ein Leben der Reinheit und des Friedens, gewidmet dem Dienste Jesu. In dem Jesus diese gefallene Seele emporgehoben hat, hat er ein größeres Wunder getan, als er die schlimmsten körperlichen Krankheiten geheilt hat. Er heilte die geistliche Krankheit, die zum Tode ist, zum ewigen Tod. Die sagt, diese bußfertige Frau wurde einer seiner treuesten Nachfolger. Mit selbst aufopfernder Liebe und Hingabe hat sie ihm diese vergebende Gnade wieder zurückgezahlt. Nicht beeindruckend? Ihr Lieben, ich glaube, dass Jesus zu jedem von uns solch eine Liebe hat. Und wenn wir Jesus hier sehen, wie er ist, dann glaube ich, merken wir, was in unserem Charakter noch fehlt, wie oft wir vielleicht auf andere zeigen, statt versuchen, ihnen zu helfen. Möge Gott uns segnen und uns die Gewissheit schenken, dass Jesus auch für mich gestorben ist und mir nicht nur vergibt, sondern die Kraft schenkt, nicht mehr sündigen zu müssen, so wie er damals dem Mann geholfen hat und ihm gesagt hat, du kannst jetzt gehen, sündige fort nicht mehr. Nächstes Mal, wenn wir weiter studieren und sehen, wie das Ganze weitergeht im Kapitel, es gibt ja noch mehr, das ist ja nicht zu Ende. Aber ihr könnt sehen, wie diese Geschichte, beeindruckend wie sie ist, noch beeindruckender wird, wenn man sie im Lichte des Kontextes und der ganzen Bibel liest. Das ist ganz, 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 ganz beeindruckend. Ich glaube, wir haben Jesus ein bisschen lieber gewonnen, oder? Wollen wir noch Gott anbeten und dazu niederknien? Lieber Vater im Himmel, wir können dir nicht mit Worten beschreiben, wie dankbar wir sind, dass Jesus so ist, wie er uns in den Evangelien beschrieben wird. Danke, dass er eine solche Liebe für diese Frau gehabt hat und dass er sie so gerettet hat und dass wir in dieser Geschichte sehen dürfen, dass du jeden von uns, egal wie schlimm wir gefallen sind, egal wie tief wir gefallen sind, egal wie andere uns anklagen und angeklagt haben, dass du uns rettest, weil du für uns gestorben bist, Herr Jesus. Danke, dass du das Gesetz nicht abgeschafft hast, sondern selbst eingesprungen bist, damit wir leben können. Und wir bitten dich von ganzem Herzen, dass diese Liebe auch unser Herz zum Schmelzen bringt und wir uns auch wie die Frau zu deinen Füßen niederwerfen und auch zu treuen Nachfolgern von dir werden. Das bitten wir alles in deinem Namen, Herr Jesus. Amen.